Haben Sie das gehört? Jetzt spielen Sie schon Musik hier drin? Gesundheit. Hallo, hallo beim Zylonensender. Oh Gott, das tut mir leid. Hallo Phil. Hallo. Hallo Mario. Hi. Hallo Ben. Hallo. Und hallo Jan. Hatschi. Puh. Hallo. Wir sind da, aber in Folge 57 müsste das sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir haben noch ein paar auf Halde, aber ich denke, es ist 57. Was sagt ihr? Ja, du hast recht, ja. 57. Ja, ja. Danke. Kommt gut hin, ja. Ja. Hörerfeedback, wir haben Hörerfeedback. Nein, wir haben Hörer? Zwei. Hast du Hörer? Zwei. Einer davon ist Tim. Ich lese kurz vor. Zuckende Augenlider, Unterhopfung, exklusive News über Social Engineering mit Google-Karten. Als einer von den zwei Hörern freue ich mich immer wieder, Episoden von euch zu hören. Schönes Highlight war die Dune-Besprechung von euch. Ich glaube, ihr könnt davon ausgehen, dass mehr als zwei Leute euch regelmäßig verfolgen. Vielen Dank, Olaf. Das hören wir immer gerne, wenn wir auch mal Feedback bekommen, denn das ist nicht so häufig. Umso mehr. Aber das vor allem, wenn das Highlight die Folge war, in der ich nicht dabei war. Ja, vor allem das Highlight war die Folge, die nicht mal auf unserem Channel ausgestrahlt wurde, weil sie ein Podcast. Deswegen haben Leute uns gehört. In der ich 80% quasi alleine geredet habe. Ja, mir wurde letztens ja auch gesagt, hey, den Ben, gut, dass ihr ihn dabei habt. Der ist euer Lexikon. Ah, siehst du? Ach ja, wer hat das denn schon wieder gesagt? Phil ist immer der gute Aussagen macht. Tim ist für die Witze da. Ein Spieler. Ja, genau. Ach, Tim. Ach ja. Aber ich bin mir sicher, dass mich mehr als zwei Leute verfolgen. Siehst du mal. Dass es nicht mehr als zwei Leute sind. Dann hat ja Olaf schon recht. Die uns verfolgen. Wisst ihr Bescheid? Die verfolgen mich nicht, aber. Wisst ihr Bescheid? Es hat übrigens noch niemand auf Olaf geantwortet. Muss ich das wohl wieder machen? Ja. Das ist doch deine Rolle hier im Podcast. Ich muss jetzt aber auch zugeben, ich schalte nicht so oft auf die Homepage. Mhm. Ich habe es ja auch nur im Slack gepostet. Ach, lesen tue ich schon. Gut. Aber das war's dann auch schon. Das dann auch. Sehr schön. Neues nun bin ich nicht das Abi gekommen. Lesen tue ich ja. Neues von Ronald D. Moore. Apple baut ja gerade auch so einen Streamingdienst auf und gestern gab es auf der Entwicklerkonferenz wurde eine neue Serie von Ronald D. Moore vorgestellt, die da heißt For All Mankind. Da geht es scheinbar um... Ach, das habe ich gelesen, ja. Ja? Oh, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Ja, warum geht's jetzt? Da, wo sie den Monitorspender für $999 vorgestellt haben. Ganz genau. Nee, da geht's doch darum, dass hier der Space Race zwischen Russen und Amerikanern nicht aufgehört hat, sondern wie es weitergegangen wäre. Genau, so habe ich es auch mitbekommen und dass die Russen aber als erstes auf dem Mond waren. Cool. Ja, also... Also ich fand jetzt den Trailer jetzt nicht so toll, aber so kann vielleicht interessant werden. Ja, aber reingucken werde ich da schon. Ja, klar. Falls man das denn irgendwie überhaupt kriegt. Oder ja, kriegt man bestimmt. Ja, Tim kauft bestimmt nur über Mac-Geräte. Da bin ich ganz zuversichtlich. Da brauchst du einen Drehständer, habe ich gehört dafür. Ja. Ein Drehständer. Ich habe schon einen Drehständer. Das klingt falsch. Ja. Tut das nicht weh? Gut, ich kann das auch verlinken in den Shownotes. Was mache ich da? Was macht denn die SPD da in den Shownotes? Meine Güte. Die ist sonst auch nirgendwo. Die suchen einen neuen Vorsitzenden. Genau. Ronald D. Moore? Ronald D. Moore macht's. Nice. Auf jeden Fall stand da ganz groß in dem Intro der Erschaffer, vom Erschaffer von Battlestar Galactica und dem Produzenten von Star Trek.
Ich glaube, sie meinten den gleichen, Ronald D. Moore. Was haben wir noch? Nix. Sonst habe ich nix. Keine Neuigkeiten. Wieso ist das ein Link von der Stadt Bremerhaven? Pff, weiß ich doch nicht. Das hat mich schon wieder geschickt. Man muss nehmen, was man kriegt im Internet. Wow. Die Stadt Bremerhaven, tut mir leid, dass die darüber schreibt. Passiert wohl nicht sehr viel in der Stadt. Was sehr lustig war, ich weiß nicht, ob ihr das eben gesehen habt. Ich habe nochmal um auf den Spruch, was schief ist, ist Englisch und Englisch ist modern, habe ich eben nochmal jemand gefragt, ob er das kennt. Und er hat gesagt, ja, das kenne ich. Mein Opa hat das schon gesagt. Ja, ich würde sagen, damit ist alles gesagt. Ja. Ich glaube, da warst du nicht da, Ben, oder? Wann? Als wir darüber geredet haben, über diesen Ausspruch. Doch. Aber wer war denn da nicht da? Wer kann sich daran nicht erinnern? Ich weiß nicht, worum es geht. Ah, gut, dann wissen wir, wer es war. Nicht da. Kennst du den Ausspruch? Was schief ist, ist Englisch und Englisch ist modern? Nein. Ah. Ich glaube, jetzt weißt du auch, warum ich nicht darauf reagiert habe, als du es gepostet hast. Na gut. Ich reagiere noch Dinge, die ich verstehe. Okay. Also sehr selten. Ja. Das ist komisch. Ja. Kommen wir zu Battlestar Galactica. Ja. Was ist eigentlich mit Captain Kelly? Wer ist Captain Kelly? Ich kann mir keinen Namen merken. Ich weiß nicht, wer das ist. Wer weiß, ob der im Knast ist? Woher weißt du das? Man hat ihn in den beiden Folgen nicht gesehen, die wir heute und diese nächste Woche besprechen. Er hat doch gesagt, wenn sie mich nicht einsperren, dann sprenge ich weiter alle in die Luft. Ja, und weißt du, wer in die Luft sprengt? Ja, das hat man vielleicht nicht gesehen, weil es ein Backboard war. Oh, shit. Oder im All, da hört man das ja nicht. Genau. Man sieht immer nur kurz so ein Lichtblitz. Ja. Ja, ich bin der Meinung, er ist im Knast und ich werde auch demnächst bestätigt, aber sei es drum. Wir haben aber keinen Hinweis, dass er im Knast ist. Nein. Und so selten wie er sonst dabei ist, könnte er auch seinen Dienst weiterhin in voller... Ja, der hockt doch immer in dieser Startröhre quasi, in dieser Kommandozentrale von der Startröhre. Vielleicht ist das der Knast für ihn. Ja, für ihn schon. Ja, okay. Füllte die Röhre ziemlich gut. Ich hatte so, dass den Piloten zusehen muss, wie sie sterben. Na gut, über diese Frage hinausgehend sind wir am Staffelfinale angekommen. Nein. Doch. Oh. Staffelfinale, Staffel 3. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe schon gehört, irgendein Depp hat die Folgen in der falschen Reihenfolge geguckt. Oh mein Gott. Im Ernst jetzt? Ja. Meine Fresse, dass du sowas überhaupt hier rausbringst, so einen dummen Witz. Ja, ich weiß auch nicht. Produktion. Produktionsnotizen, wollte ich sagen. Ja, schnell weiter, Tim. Geschrieben wurde die Folge von Michael Taylor und Regie führte Benjamin Franklin. Michael Reimer. Fast. Michael und Michael? Ja, Michael Taylor und Michael Reimer. Das ist ja einfach. Erschien in March 18th, 2007. Okay. Und die Folge heißt? Crossroads. Part. Ja, und zeigt aber damit wobei, für einen hieß die Folge Crossroads Part 2. Wirklich? Du nicht auch, Ben. Add to Ben. Ich überlege gerade und sage deswegen nichts, weil ich mir gerade gar nicht ganz sicher war, ob das auch in den USA zwei Episoden waren. Aber schon, doch. Oder? Ja. Mhm. Weil es gab das manchmal, dass sie zwei zusammen ausgestrahlt hatten. Aber ich glaube, wurden mit einer Woche Verzögerung ausgestrahlt. Okay. Ja, einer kam am 18. März, die zweite am 25. Okay. Und auf Deutsch heißt das Ganze Am Scheideweg, wenn ich mich nicht ändere. Nein, wenn ich mich nicht erinnere. Wenn ich mich nicht irre. Bitte nicht ändern. Am Scheideweg, 1 und 2, also wörtlich übersetzt. Naja, gut, ein bisschen lyrisch wörtlich übersetzt. Also nicht wörtlich übersetzt. An der Kreuzung. Und die Zusammenfassung macht, wenn ich das nur wüsste. Lass dich jetzt überraschen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Okay. Du. Also, ich habe mir jetzt echt vorgenommen, es kurz zu halten. Mhm. Also fängt nicht schon gut viel. An. Ja, na, ich habe noch nicht angefangen. Jetzt hör aber auf hier, ja. Ach so, okay. Ach, du bist noch gar nicht dabei. Mein Vorbild ist nämlich Sebastian Kurz, der beste Zeitkurzkanzler Österreichs.
Okay, der Prozess gegen Balter hat endlich begonnen und irgendwie spricht alles so gegen ihn. Es schaut auch so aus, als würde er irgendwie verlieren. Um zu gewinnen, müssen sein Anwalt und Lee, also Lee ist ja jetzt auch einer seiner Anwälte, ich glaube, er heißt Lemkin, der Anwalt. Romo Lemkin. Nicht mehr sie. Danke. Und das ist ein Anagramm für? Lass Mario ausreden. Danke. Nee, nicht dafür. Und, sorry. Ich bin mir aber sicher, dass es so ist. Ben hat recht. Sie müssen jetzt natürlich versuchen, einige Zeugen irgendwie zu untergraben, weil sie jetzt langsam auf der Viererseite stehen. Ty zum Beispiel haben wir auf der einen Seite, der ist doch besoffen, im Zeugenstand aufgetaucht. G. Roslyn, die ist eigentlich high, weil sie wieder dieses Jamala nimmt. Also zwei Zeugen, die eh nicht zu gebrauchen sind. Das mit Jamala, das wusste die Verteidigung auch nur, weil Lee nämlich an ihren Tier gerochen hat. Lee hat sich also jetzt nicht mal wirklich ab dieser Folge total gegen seinen Vater gestellt. Nebenhandlung war Anders, Ty und ich habe vergessen, wie die Assistentin heißt von Roslyn. Laurie? Tori. Tori, okay. Tori, danke. Die hören nämlich immer eine Musik, ganz leise und dann rauschen ab und zu. Aber nur die drei können es hören, kein anderes sonst. Und dann haben wir noch eine Vision der Präsidentin mit Hera und Six in der Oper. Das ist die Kurzfassung, danke. Das war ja wirklich kurz, vielen Dank. Ben, du hattest vorgeschlagen, wir sollten die Musik mal einspielen. Wollen wir das jetzt machen? Ach, die Musik. Die Musik. Spiel unser Lied, Tim. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Das Spiel, Spiel das andere bitte. Es ist im Schiff. Es ist im Schiff. Es ist im verdammten Schiff. Ja. Ich stell dir mal vor, der hätte das am Radio reinbekommen, da wäre der ganze Papp doch aus allen Nähten geplatzt. Die Serie nimmt eine ganz unerwartete Wendung. Ich habe damit ja wirklich nicht gerechnet beim ersten Mal gucken. Wenn Sam das sagt, ja, nochmal zurück, du hast es gleich, dreh zurück. Ding Dong, der ist es. Ich sage ihr, man müsste die Folge nochmal neu schneiden mit diesem Lied. Ja, aber es wird trotzdem passen, finde ich. Ja. Finde ich auch. Ja, das naja, ist wenn du den Details-Blick anschaust, ist es wurscht. Ja, wirklich. Er schaut eh ganz komisch rein. Wenn er so an der Wand hängt. Ich brauche einen Trink. Gut, vielleicht spielen wir das richtige Lied später nochmal. In der zweiten Folge, nächste Woche. Nächste Woche. Oh nein, so lange will ich aber nicht warten. Naja, gut. Dann können wir ja nochmal die Hexe spielen. Ja, wie geht's denn los? Ich glaube, wir sehen am Anfang diese Oper mal wieder, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Und Jan hat recherchiert, wo diese Oper ist, denn es ist eine Zuckerfabrik in den Niederlanden. Ah, deswegen auch das Windmühlen-Emblem im Hintergrund. Macht total Sinn. Es ist eine Oper in Kanada. Ich glaube, eigentlich wird ja alles da auf Kanada gedreht. Ja. Auf Kanada. Blame Canada. Auf Kanada. Ja. Und da sieht man... Das, ja. Das Orpheum Theater in Vancouver. Okay. Das haben sie ja öfter benutzt. Das war ja auch da, wo... Xena die 5 gesehen hat und dann Nasenbluten gekriegt hat. Also jedes Mal, wenn das Opernhaus in der Serie vorkommt. Genau. Aber sagen, das ist, dass die halt immer andere Traumsequenzen Opern haben, sondern immer nur die eine. Ja, aber es ist doch auch, genau, es war ja auch schon in dieser Oper. Das sind ja immer, das irritiert mich immer sofort, immer so, weil sie von den letzten 5 reden und sie die da sehen wollen. Und dann sieht man immer diese 6 Vorhänge, die da so runterhängen. Und das irritiert mich immer voll, dass das 6 sind. Weil ich denke, da müssten doch jetzt 5 sein. Das liegt nur an Symmetriegründen. Ja. Wird ich wahnsinnig. Hammer. Hängen da nicht viel mehr als 6? Nein, 6. Das hat zurückgespult jedes Mal. Mit dem Edding markiert. Ja, und da laufen Laura Roslin rum, Boomer und Hera in diesem Opernhaus. Hm.
Und das ist ein Traum von Roslyn, glaube ich. Genau. Traumvision, je nachdem, wie man es nimmt. Ja. Ja, und es ist ja auch interessant, das passt ja auch zu dem, was wir später erfahren, nämlich, dass sie wieder Jamala nimmt. Vielleicht hat sie das deswegen wieder. Also ich denke mal, deswegen. Es würde ja nicht passen, ja. Ja. Ja, und dann? Hätte ich gerne noch die Wantan-Suppe. Was? Oh, Tim. Naja, machen wir die Nebenhand, also nach drei oder mal Prozess oder wie wollen wir es besprechen? Ich weiß nicht, ich will nur nicht alles alleine besprechen. Du hast die Federführung so. Heute, Mario. Genau, mir gehört die nächste Folge. Ha. Ah, jetzt hast du es verraten, Ben. Ja, das wollten dem Team überraschen. Er wusste das ja nicht. Toll. Ja, wir sind dann eigentlich dann im Pub auf der Galactica. Entschuldigung, Tim, ich wollte das jetzt ein bisschen vorantreiben. wie es jetzt ändert mit anderen, ich habe vergessen, wie das Galactica-Spiel da heißt. Ich nenne es mal Basketball, aber ich das nicht verstehe. Pyramid. Dankeschön. Das ist doch nicht Pyramid, was nicht? Wir spielen. Ist das nicht, wo der Ball in diesen Blechtopf da muss? Nein, dann? Pyramid ist doch ein Mannschaftssport. Die stehen da einfach und werfen irgendwas. Das ist so wie wenn du einfach in einen Basketballkorb wirfst. Aber das ist doch das Ding von Pyramid, wo die Pyramide, ja, wo der Ball rein. Das sieht doch auch anders aus. Echt? Ja. Was sagen die anderen? Ich bin auf deiner Seite, Tim. Ja, ich dachte, dass es Pyramid ist. Danke. Die stationäre kleine Variante für das Schiff. Ja. Quasi nicht die Cheops-Pyramide, sondern so Chefrin oder so. Ich dachte immer, es wäre wie diese Dinger in, keine Ahnung, diesen Spielotheken, weißt du, wo du Bälle reinwirfst und je nachdem, wo der reinkommt, ob in die Mitte oder außen in die Ringe, kriegst du unterschiedlich viele Punkte. Ich war noch nie in einer Spielothek. Ja, aber wie das gibt es auch in allen möglichen Serien und du guckst ja viele Serien. Jan, hast du Spielothek gesagt oder da fehlt jetzt nur einmal? Beide. Was ist eine Spielothek? Was stellt sie denn darunter vor? Gar nichts, weil das Wort nicht existiert in Österreich. Ich weiß, was das ist. Ist das eine Spielhalle? Das ist auf dem Dorf so eine Mischung zwischen Diskothek und Spielhalle. Da tanzen die Leute immer vor dem Glücksspielautomaten. Ja, sowas ist das doch, oder? Dong, die Ex ist tot. Da läuft Musik und das sind so Automaten. Ja, das heißt wirklich Spielothek. Ich habe hier auch wirklich, eine, wenn dann eher wie, wie du sagst, einfach mal ein bisschen auf den Korb werfen, weil das Pyramid-Spiel an sich ist ja ein Mannschaftskontaktsport. Und die stehen da ja immer nur und werfen einfach einen Ball irgendwo rein. Ja, die üben nur das Werfen. Ja, du hast ja doch auch so eine Öffnung. Ja, das habe ich doch gerade gesagt, Ben. Ja. Ja, aber es ist halt, sie spielen Pyramid werfen. Also einigen wir uns auf Werfen. Die spielen Ball, Punkt. Und Tim, sie spielen Ball. Am Radio. Genau. Das ist wieder das Radio aus dieser Szene mit der Mutter von Starbuck, oder? Dieses dicke, alte Radio. Sieht genauso aus. Ich habe jetzt eigentlich, das ist farblich anders als der Partei. Das stimmt. Aber sonst, ja, die sind alle irgendwie riesengroß, diese Radios da. Ja. Ja, und wenn man jetzt überlegt hat, woher unser Logo kommt. Ja. Oha. Ja, und woher? Na, sag's. Von einem anderen Radio. Nein, es soll das Radio darstellen, aber ein Radio. Ein Radio. Das wichtige Radio, denn dieses Radio ist enorm wichtig. Genauso wie die Melodie, die aus dem Radio kommt, die nämlich seltsamerweise auch irgendwie so klingt wie die Melodie des Zylonensenders. Irgendwas ist da seltsam. Als hätten sie uns kopiert. Als hätten wir die Serie vorher gekannt. Oder als hätten wir uns zu Beginn des Podcasts ein wenig Gedanken gemacht. Danke, Jan. Ich fand Bens Erklärung viel besser. Ich habe sie nicht gehört, weil ich geredet habe. Das macht ja, es ist für immer so. Dann hör dir den Podcast hinterher an. Ben, was hast du gesagt? Die hätten uns kopiert. Musst du es dann anhören hinterher? Die haben uns kopiert. Die Schweine. Die sind einfach in der Zeit vorwärts gereist. Und dann haben diesen Podcast gehört. Der über ihre Serie geht. Dann haben sie diese Serie gekriegt. Oh mein Gott, ist das verwirrend.
die Zeitreisen nun mal sind. Verwirrend war nämlich auch Tai, hat man ihn nicht eingesehen, weil nämlich... Danke. Da hat nämlich immer so, also man hört ja nicht als Zuschauer nur so eine leichte Musik raus und sonst nur so ein Rauschen. Und der Anders hört das nämlich dann auch kurz raus und meint dann so zu ihm, ja, ein bisschen zurückdrehen, und da war nämlich die Musik. Und der Tai, immer so ein 80-jähriger Opa im Altersheim, versteht ihn nicht und sucht weiter nach der Melodie. Aber er kann sich halt nicht finden im Radio. Aber Anders erklärt das auch später in einem Gespräch mit dem Chief. Ich weiß gar nicht, ob das in dieser Folge noch ist. Aber ich sag's jetzt einfach mal. Da erklärt er nämlich, dass es irgendwie diese Melodie, er hört immer diese Melodie, und es ist so, wie wenn man so eine Erinnerung an die Kindheit hat, man hört immer nur so, oder man denkt, man hört es, und dann ist es wieder weg, so irgendwie. So ist das. Und so geht's ja Tai offensichtlich da auch. Ja, genau so kommt es ja auch aus dem Radio. Ja. Aber ja, es ist in der nächsten Folge. Da können wir einen kurzen Ausflug machen zu Colonial One, wo Tori mit der Anwältin spricht. Die soll quasi eigentlich dem Balter wirklich alles Mögliche vorwerfen und dafür sorgen, dass er für schuldig gesprochen wird. Aber sie nimmt ihren Job halt doch ein bisschen ernst und meint, ja, man kann mich herauswerfen. Weil ich kann nicht alles auf den Kopf werfen, wenn keine stichhaltigen Beweise da sind. Aber es gibt wahrscheinlich nicht mehr so viele Anwälte. Staatsanwältin ist das. Weil wenn man Anwalt sagt, dann denkt man in Deutschland immer an einen Nicht-Staatsanwalt. Ich wollte das nochmal. Okay. Ich weiß ja nicht, was in Österreich ist. Ich weiß nicht, da bist du Kursanwalt. Ah, das ist die Staatsanwältin. Ich glaube, den Witz werden wir heute noch oft hören. Die Dame hat man übrigens auch noch nie gesehen bis jetzt. Die sah aus wie eine Zylonin, oder? Weiß die nicht. Reporterin. Auf den ersten Blick aber, ja. Fand ich jetzt. Und ich wollte nur sagen, ich habe von der Folge, ich habe alles vergessen. Wirklich. Das Staffelfinale habe ich total vergessen. Und das, ich war echt froh drüber. Oh, schön, dass du es erzählst. Ja. Dann kann ja jetzt jemand anderes weitermachen. Aber nur kurz. Ich überlege, wo sind wir denn jetzt gerade? Was passiert denn als nächstes? Wollen wir das chronologisch machen? Weil ich habe keine Chronologie im Kopf. Tut mir leid. Bald gut, dass du aber fragst. Ich würde sagen, dann lass es uns doch chronologisch machen. Verflucht! Dann brauche ich einen Ansatzpunkt. Dann sollen wir jetzt einfach die Gerichtsverhandlung. Ja, die Verrückte. Und dann, ja, die ist auch schön. Das, was mit den anderen Leuten passiert. Ja. Also, wir können ja kurz erwähnen, die Verrückte in seiner Zelle vielleicht, weil das ist dann, glaube ich, wichtig irgendwann einmal. Genau, weil Balter bekommt ja Besuch von einer Frau, die, oder sie ist ja eine Reporterin eigentlich, und eine Frau, die ihm ein Foto von ihrem Sohn zeigt, der wohl irgendeine Krankheit hat und momentan wohl nicht geheilt werden kann. Und sie bittet Balter merkwürdigerweise darum, dass er doch bitte ihren Sohn, warum will ich mal sagen, seinen Sohn, egal, ihren Sohn segnet, damit er wieder geheilt wird. Und ja, das fand er erstmal nicht so lustig, weil das wohl nicht das erste Mal war, dass die Leute so auf ihn zukommen seit einiger Zeit. Ja, vor allem sagt er erstmal, ich war es nicht, als sie reinkommt. Wie immer, ne? Aber das kam auch so ein bisschen überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet, dass plötzlich die Leute anfangen, Balter als, ja, irgendwie so eine Art Heiligen zu sehen. Mich überrascht vielmehr, dass er das nicht voll annimmt und da drin aufgeht. Wahrscheinlich jetzt. Wir haben Jan dir schon zweimal das Wort abgeschnitten. Ist ja okay. Wahrscheinlich, weil er halt jetzt wichtigere Gedanken hat und sagt, ach, lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Ich werde ja, aber bald öffentliche gehängt. Unterstützung wäre doch total gut. Ja, aber wahrscheinlich denkt er da momentan nicht dran. Der denkt halt, okay, ich sitze hier, alle sind gegen mich, keiner mag mich. Auch so, was eigentlich auch der Wahrheit entspricht. Hm. Ich fand es halt auch schon, wie Ben sagt, das kann ja nicht das erste Mal gewesen sein. So wie nee, er sagt ja auch zu seiner Aggro, wie er da reagiert. Dass das schon die, keine Ahnung, vierte war. Und dass noch gefühlt 3 Dutzend weitere auf ihn warten. Also es war wohl nicht die erste und es wird nicht die letzte sein. Ja, aber das wird ja nur kurz angeschnitten und dann geht es ja schon direkt
zur Gerichtsverhandlung, ne? Ja, würde ich sagen, da können wir jetzt mal hingehen. Genau. Das war nicht so. Nö. Und ja, ich glaube, vorher kommt noch die Szene mit Tai und Caprica, oder? Weil er soll sie ja fragen, ob sie etwas rausrückt bezüglich dem Problem, dass die Zylonen sie immer wieder einholen oder verfolgen. Weil die Galactica versucht ja zu diesem Nebel zu kommen, weil das so der nächste Punkt ist auf dem Weg. Und ich glaube, es passiert danach, aber es passiert, ja. Das ist mitten im Prozess dann. Aber es ist wurscht, weil das müssen wir erwähnen, ja. Weil es führt ja zu einem, was anderem. Gut, hier steht, dass es in Akt 1 und der Prozess ist erst in Akt 2. Egal. Auf jeden Fall wird Tai beauftragt, zu ihr zu gehen. Und sie sagt dann auch sofort, dass es an diesem Thylium-Transporter oder an diesem Raffinerieschiff liegt, weil das irgendwie so eine bestimmte Frequenz hat, was die orten können. Also es gibt keinen Zylon. Die Strahlung, die das Ding halt aus. Genau, es gibt keinen Zylonensender, sondern es gibt eben diese natürliche Strahlung. Genau, und dann schlägt er sie noch. Nee, sie schlägt ihn. Wie war das? Beide machen sie schlagen sich. Ja. Er sieht sie ihn. Ach so, weil sie ihn auf Alan anspricht. Ja, genau. Ja. Weil Kopfbalter es ihr doch sagt. Genau, genau. Schau ihn dir doch mal an. Stimmt. Wie gebrochen der Mann ist. Nadelstreifenbalter, ja. Rasierter Balter auch. Das ist auch interessant. Mhm. So mögen wir ihn aber nicht. Nee, überhaupt nicht. Der Mann hat so einen schönen Bart. Nadelstreifen passen nicht zu ihm. Ja, dann zurück zur Verhandlung. Der Nadelstreifen passen auch nicht Apollo. Doch auch er trägt sie. Aber nee. Doch? Nein. Nicht? Nö, er trägt doch noch Uniform. Ah. Jetzt ja, du hast recht. Er ist nämlich immer noch Soldat. Ja, da hast du recht. Aber er sitzt mit im Gerichtssaal. Genau, und die Staatsanwältin beginnt quasi die Verhandlungen mit einer Rede. Und ein wenig Mathematik. Ja. Eine Rede. Wir hätten auch alles nachrechnen müssen, ja. Jeden Einzelnen. Es wär ja lustig gewesen, wenn die falsche Zahl gesagt hätte. Die hat doch irgend so einen rhetorischen Trick benutzt, der mich so genervt hat, oder? Die hat doch immer wieder dasselbe Wort gesagt oder sowas, so dieselbe Frage gestellt. Chewbacca-Taktik. Die Chewbacca-Verteidigung. Das war so ein billiger rhetorischer Trick. How do we define loss? Ich weiß nicht, wie sie es auf Deutsch gesagt hat. Da mich reizt sowas auf, weil dann sagst du einfach, Verlust ist, wenn du was verlierst. Dumme Nuss. Und dann setzt du dich wieder hin. Ja, alles halt rhetorisch. Die Staatsanwältin scheint dumm zu sein. Nein, das ist halt rhetorisch. Ja, aber das ist echt nervige Rhetorik. Ja, fand ich auch. Weil so offensichtlich es gibt gute Rhetorik und es gibt schlechte Rhetorik. Und ich finde, das gehört zur schlechten. Und deswegen haben wir uns ihre Rede auch nicht gemerkt. Ja, ich kann mich auch nur daran erinnern, dass sie die verlorenen Menschen halt angesprochen hat, die sie entweder zurückgelassen haben oder die generell auf Neu Caprica gestorben sind. Genau. Ja, hat sie. Und dann sagt sie halt, wenn die Verluste aber so groß werden, dass man die Zahlen nicht mehr begreifen kann, wie eben bei dem Genozid am Anfang dieser Serie, dann dreht man es herum und dann schaut man nicht, wie viele Leute sind gestorben, sondern wie viele leben noch. Und dann schreibt sie ja die erste Zahl hin vor Neu Caprica. Dann schreibt sie die zweite Zahl in nach Neu-Caprica und dann subtrahiert sie und schreibt das Ergebnis oben drüber. Wo du denkst, das hat doch jeder in der Schule anders gelernt. Und irgendwie 5000 noch was Leute sind eben auf Neu-Caprica geblieben. Tot. Weiß man halt nicht genau. Wahrscheinlich tot. Ja, auf jeden Fall geht sie voll auf die emotionale Schiene. Das macht der Verteidiger. Was ich ein bisschen ja komisch finde, weil das, naja, aber das war ja jetzt kein so ein Verfahren mit irgendwie lauter Amateuren als Jury, sondern war ja schon eher, natürlich waren das nicht alles Berufsrichter, sondern waren ja irgendwelche. Wollte ich gerade sagen, waren lauter Amateure als Richter. Ja, aber waren ja drei Kapitäne, glaube ich, ne? Die wurden ja ausgelotet. Nee, fünf. Waren alles fünf. Kapitäne. Ja, alles. Oder Admiräle. Aber ich muss auch sagen,
die Hauptrichterin, diese Kapitänin, die sah ja voll cool aus. Warum gibt es die nur in diesen zwei Folgen? Oder gibt es die später noch? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, weil das keine Schauspielerin ist. Wenn ich mich recht erinnere, ist das Thais Ehefrau. Also die echt? Ehe. Also die echte, das war echte Ellen. Ehefrau. Nein. Oh, Tim. Ellen back from the dead. Ich meine gelesen zu haben, dass es die Ehefrau von Thais Schauspieler ist. Na, ja, das hat sie aber gut gemacht. Besser als so manch andere Schauspieler. Ja. Yeah. Genau, und dann kommt auch Thai als Zeuge direkt in den Zeugenstand. Und macht eigentlich eine gute Figur, finde ich. Er sitzt aufrecht, ja. Findest du? Ja. Er ist sehr ehrlich. Und er hatte einen Drink, aber er hat nicht getrunken. Und die Verteidigung, also Apollo erkennt sofort, dass er dicht ist. Mhm. Oder er erkennt es nicht, sondern geht davon aus. Thai ist gerade nicht in einem Schlafzustand, also hat er Alkohol getrunken. Na, okay. Aber ich glaube, das erkennt ja auch der Zuschauer schon, dass er irgendwie so nicht ganz nüchtern ist. Und dann, ja, stellt ihm erstmal die Staatsanwältin ein paar Fragen, weil das nämlich der Zeuge der Staatsanwältin ist. Und dann darf ja aber auch der Anwalt, also Lampkin, Fragen stellen und der zerlegt ihn dann so ein bisschen auf den Hinweis von Apollo, dass Ellen dabei ja irgendwie umgekommen ist und dass er weiß nicht genau, was war, aber der kriegt es dann aus. Er kriegt es dann aus Thai raus, dass Thai Ellen umgebracht hat. Ja, also zwei Sachen sind da. Also ich würde vorher, wir haben ja gar nicht über sein Eröffnungsplädoyer gesprochen. Könnten wir noch machen. Mhm. Und auch wenn er Ellen zur Sprache bringt, da wird ja kurz interveniert, aber er kann nur Fragen zu Ellen stellen, weil schon vorher die Staatsanwältin Fragen zu Ellen gestellt hat. Deswegen darf er das im Kreuzverhör. Das finde ich schön, dass sie ein bisschen so die Gebräuchlichkeiten oder so vor Gericht dann noch mit reinfließen lassen. Weil das wird ja nicht nur, er fängt damit ja nicht an, sondern das war die Staatsanwältin schon und er nimmt den Faden einfach auf, als er gehört hat, aha, die Frau ist da gestorben, daraus könnte man noch was machen. Ja, wobei die Tatsache alleine, finde ich, eigentlich noch eher für die, also ohne das, was dann danach kam, hätte das eigentlich noch eher dafür gesprochen, dass Thai doch besonders glaubwürdig dafür ist, wenn es darum geht, Balter zur Rechenschaft zu ziehen, weil er sogar seine eigene Frau für die Kollaboration bestraft hat. Nenn mich bestrafen. Naja, das ist ja auch die Strafe, die Balter droht. Dass er mit Tee vergiftet wird? Ja. Cool. Also Jan, sag mal, was hat denn da Lampkin gesagt? Oh, er hat einfach gesagt, euer Ehren, wir plädieren schuldig. Und alle so, was? Aber das macht er erst später, oder? Das macht er erst, wenn die Präsidentin. Das macht er als allererstes. Echt? Sag mal, Tim, was hast denn du gemacht? Hast du auf Twitter rumgehangen während der Folge? Ja, zuerst die zweite Folge. Ich schneide deine Vorwürfe alle raus. du sprichst mich dann immer nach. Nein, das hat er auch erst am Ende gesagt. Ja, genau, Tim, das hat er erst am Ende gesagt. Danke, Tim, dass du das nochmal gesagt hast. Du siehst halt auch unglaublich schön aus. Hast du noch eine extra Runde aus dem Fahrrad gedreht? Man sieht das an deinen Waden. Du bist so sportlich heute. So, jetzt wieder zurück zum ernsten Gerichtssaal. Er sagt, ja, wir sind schuldig, hat doch eh alles keinen Sinn. Jeder hier will ihn doch tot sehen eigentlich, ne? Und was machen wir mit Leuten, die Verräter sind? Wir schmeißen sie aus der Luftschleuse. Ja, genau, Tim, wir schmeißen sie aus der Luftschleuse. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie er dann noch die Kurve kriegt. Ich glaube, das wusste er selber nicht. Naja, indem er doch dann einfach irgendwann sagt, so halt, stopp. Entweder machen wir das hier richtig und es ist ein Gerichtsverfahren oder wir hören auf mit dem Theater und folgen einfach unseren Gefühlen und bringen ihn gleich um. Ja.
So irgendwie in die Richtung geht es auf jeden Fall. Und er ist ja noch sichtlich gezeichnet vom Attentat auf ihn. Also da, das fand ich smart. Viel, viel smarter als das Plädoyer der Staatsanwältin. Weil so wie er das gemacht hat, der hat ganz klar zu den Richtern gesprochen und hat denen klar gemacht, dass es hier keine Sympathieveranstaltung ist, sondern entweder machen wir hier eine vernünftige Gerichtsverhandlung oder wir lassen es einfach sein und bringen es gleich zu Ende. Und daraufhin lassen sich dann, glaube ich, auch die Richter drauf ein, jedenfalls 4 von 5. Einer ist ja schon sehr, sehr, sehr voreingenommen. Das wird ja, und ist es vor allem echt nicht gewohnt, dass er nicht einfach bestimmen kann. Man sieht die ganze Zeit auch irgendwie nur 3 Richter, oder? Lag das auch wieder an mir? Nee, ich habe auch immer nur 3 gesehen. Da bin ich ja beruhigt. Deswegen hatte ich eben gedacht, 3 Kapitäne, aber am Ende haben sie ja, ist die Summe der Stimmen 5. Ja, und dann darf Ty wieder gehen. Torkel. Raustorkel, genau. Ja. Später bringt ihn ja dann. Achso, aber was wir noch sagen? Ja? Ty hat ja auch im Gerichtssaal diese Musik plötzlich wieder gehört. Genau, das haben wir am Anfang ja schon eingespielt, diese Szene. Genau. Dadurch war er jetzt auch nicht wirklich glaubwürdiger. Ja, genau. Hört denn sonst niemand die Musik? Jetzt spielt er schon Musik hier drin. Genau, was soll denn der Scheiß? Hier ist ein ernstes Gericht, ist hier. Ich habe gleich einen Drink genommen. Ich sag ja, er hat eine gute. Film so mich nicht ins Gesicht. Wir gehen euch nicht drauf dort. Ich finde das ja geil, wie die da auch mit den Mikrofonen da hinten stehen und dann, auch wenn später Laura Roslin aussagt, so wenn sie noch was sagt, halten die es einfach 20 Zentimeter näher an sie ran von da hinten. Aber immer noch 5 Meter entfernt. Genau. Ja. So ein Richtmikrofon war das. Ja, ich wollte nur noch sagen, der Adama bringt ja dann auch noch Ty in die Koje nach seinem Auftritt. Dann machen sie so einen richtigen Bro-Handshake. Weil Ty sagt, er hat ihn nicht gedemütigt. Wie nennt man das, wenn er einen peinlich... I embarrassed you, sagt er im Englischen. Aber wie nennt man das denn auch im Deutschen? Wie dem auch sei. Sagt er, you are my oldest friend. You have me noch nie embarrassed, sagt er auf Deutsch. Genau. You have me noch nie embarrassed. Genau. Mein Deutsch wird schlecht. Komm, dann lass uns doch gleich zur nächsten Zeugin kommen, nämlich Laura Roslin. Die macht nämlich auch eine sehr gute Figur. Und da fand ich, das fand ich echt scheiße, dass das jetzt Adama gemacht hat, also Apollo mit seinem, da müssen wir jetzt erst, jetzt kommt, da hat er nämlich schon den Anzug an, oder? Da müssen wir jetzt erst die Szene, oder immer noch nicht? Doch. Das heißt, da müssen wir jetzt erst mal das Gespräch schon mit seinem Vater dazwischen. Dann müssen wir das jetzt erst. Er wurde schon abgesetzt. Ja. Das heißt, er wurde abgesetzt. Er wurde gar nicht zurückgegeben. Er hat gekündigt. Wurde dann gekündigt. Ja, naja, das war so ein: Ich kündige jetzt. Nein, ich schmeiß dich raus. Nein, du bist gefeuert. Genau. Aber vorher gibt er dem alten Mann noch einen guten Tipp: nämlich, du könntest ja vielleicht das Schiff, was die ganze Zeit die Zylonen anzieht, woanders hinschicken. Und dann sagt Adama: gute Idee, ich denke drüber nach. Und dann reden sie über den Prozess. Übrigens macht er das ja dann nachher auch mit dem Schiff, den Plan. Aber sie reden, der Plan war ja auch gut. Der war gut, genau. Sie reden über den Prozess und dann streiten sie sich über Ty. Warum genau. Lee diese Informationen von Ty und Ellen an Lemkin weitergegeben hat. Genau. Was er ja gar nicht so richtig hat, gell? Weil er sagt ja gar nicht. In der Verhandlung sagte er kurz, irgendwas ist da komisch. Und das war eigentlich alles, was er gesagt hat. Ja, er sagte seinem Vater dann auch, er hat es nicht getan. Ja. Und er wusste davon auch gar nichts. Und aber ja, der alte Mann glaubt ihm halt nicht. Und dann eskaliert das so, dass Apollo eben die Abzeichen abnimmt und zurücktritt. Und ab da einen Nadelstreifenanzug trägt. Schrecklich. Ich meine, es ist gut, dass es kein
auch super passender Anzug ist, weil in diesem Gerichtsraum, wo auch noch eine Stenografin sitzt, wo ich mich gefragt habe, was für ein Zufall, dass auf irgendeinem Schiff noch ein Steno-Gerät ist. Und jemand, der es bedienen kann. Ja, und noch jemand, der es bedienen kann. Und dass dann auch so viele schicke Anzüge da noch rumlaufen. Ja. Ja, aber ich fand, das war an der Stelle echt unnötig schlecht geschrieben, dass jetzt der große Apollo da jetzt die Verhandlung fortführt, der noch nie einen Gerichtssaal von innen gesehen hat. Warum er ja jetzt hier das Verhör führt, das fand ich echt, oh, das war unnötig. Ja, er musste das hier machen, sie brauchten ja gerade den Gegenpol zum alten Adama und da ist der Sohn ja natürlich perfekt dafür geeignet. Ja, klar, aber das macht halt in der Serie irgendwie keinen Sinn, dass er jetzt da Verhandlungen führt. Das macht schon, ich finde. Ja, fand ich. Ja, Phil sagt. Also auch, hat das auch gut gemacht. Ja, natürlich hat das gut gemacht, weil es so geschrieben ist, aber es macht keinen Sinn, dass er gut macht. Doch, er macht es, macht doch Sinn, dass Roslin ist ihm gegenüber doch auch viel argloser und gibt ist nicht die ganze Zeit so auf der Hut. Ja, aber der hat sich aufgehört, als wäre er Matlock nach 18 Jahren Berufserfahrung. Hallo. Das war aber er hat doch immer die Bücher seines Vaters gelesen, genau, hat er gesagt. Das war's. Mein Verdacht, warum das also so ist. Also ich fand das jetzt nicht so krass. Oder warum er es gemacht hat und warum ich es auch logisch finde. Er hat ja, das ist ja ein Geheimnis gewesen, ne, mit Laura Roslin und so weiter. Und dass er es dem Anwalt verrät, nachdem sein Vater denkt, er verrät, hat schon Thais Sachen verraten, denkt er sich, nee, ich verrate es dem Anwalt nicht. Und die einzige Lösung, wie er es dann trotzdem einsetzen kann, ist, dass er es selber macht. Verstehst du, was ich meine? Ja, wobei das ja auch ein komischer Schluss wäre, weil dann erzählt das ja dann allen. Ja, ja, aber in der Gerichtsverhandlung. Ja. Er setzt es nicht vorher heimlich, verrät er quasi dieses Geheimnis an den Anwalt. Und wer weiß, wie er dann eben in dem Verhör gewesen wäre. Was ich dann ein bisschen unglaubwürdiger fand, ist, als er dann sagte, nehmen Sie Jamala? Und dann sagt sie, ja, nehmt Jamala. Okay, damit ruht die Verteidigung ich habe keine weiteren Fragen. Und als sie dann sagt, fragen Sie mich doch, warum? Und er dann hört, warum, nämlich weil der Krebs zurück ist, dann ist er auf einmal total betroffen, als hätte er sich das nicht denken können. Als hätte er gedacht, die nimmt das, weil sie einfach abhängig ist. Weil sie drauf hängen geblieben ist. Passiert doch. Ja, ja. Keine Ahnung, ich war noch nie auf Jamala. Ja, ich glaube aber auch, dass das so war, dass er damit nicht gerechnet hat, sondern er wollte einfach sie so ein bisschen als die Drogensüchtige hinstellen und am Ende ist es so, dass sie es einfach wieder als Medikament nimmt. Deswegen hat sie ja, wahrscheinlich wollte sie auch, dass er weiterfragt, damit sie eben nicht als die Drogensüchtige da. Ja, ja, das denke ich auch. Deswegen. Aber wie ist sie nochmal drauf gekommen, den am Tee zu schnuppern? Das war riecht Zufall. Riecht das so stark raus? Ach so. Der stand auf der Brücke rum als. Ja, warum schnuppert man einfach mal so einen Tee? Ja, das weiß ich auch nicht. Glaube ich, komisch ist, wenn eine Frau, die es sonst nie macht, auf einmal überall mit ihrer Thermoskanne rumläuft. Mit dem Flachmann. So. Okay. Da ist nur Medizin drin. Ja, kann sein. Der ist einfach Thai erprobt und hat eine gute Nase, wer wo irgendwelche Sachen heimlich mit sich führt. Auf jeden Fall entpuppt sich dann auch die zweite Zeugin als völlig nutzlos, weil der erste war betrunken und die zweite war abhängig. Ja. Ja, und damit endet ja die Verhandlung eigentlich, zumindest für diese Folge. Ja. Wer hat denn die Nase vorn? Das ist im Moment eigentlich, stehen die Zeichen ziemlich für den Angeklagten, oder? Also, dass er freigesprochen wird, meinst du? Ja, würde ich auch so sehen. Wobei wir ja nicht wissen, ob die Kapitäne das genauso objektiv sehen wie wir als Außenstehende. Ja. Wobei sie es ja eigentlich sollten, deswegen wurden sie ja ausgewählt. Ja. Aber. Aber Menschen. Ob sie befangen sind oder nicht? Die sind natürlich sind sie befangen, weil sie alle selbst Opfer dieser Aktion waren. Du kannst doch niemanden die Entscheidungsgewalt geben, der selbst darunter gelitten hat. Ja, dann formuliere ich es um, ob sie ihr Urteil jetzt schon gefällt haben oder nicht. Ich glaube, sie denken, dass sie das haben, ja. Ja, bei einem wissen wir es ja, bei Adama, ja. beim
bei den restlichen hören wir es nicht aus. Und die Hauptrichterin, die verhält sich ja auch noch am fairsten. Ja, aber sie ist ja auch mit dem betrunkenen Zeugen verheiratet. Ja, das wusste ich. Hat ja Phil gerade recherchiert, ohne was zu sagen. Ich habe es gerade im Slack gesehen, dass es Susan Hogan ist. Hogan, also wirklich heißt ihr Mann Ty Hogan. Hat ja den gleichen Namen wie der andere Typ. Ja, und sie ist doch Schauspielerin, steht da. Dann hätte sie auch weitermachen können. Ja, ich fand die auch gut. Achso, ja, ich hab ja kurz 5 Minuten geschlafen und nicht zugehört. Haben wir eigentlich gesagt, dass Adama versucht hat, die Befragung der Präsidentin abzubrechen? Stimmt, das hat er versucht, haben wir nicht gesagt. Und dann hat sie, also ich glaube, sie war das dann tatsächlich, die Kapitänin, ihm quasi den Mund verboten und gesagt, nö, das läuft jetzt so, das machen wir jetzt so. Mhm. Fand er dann nicht so lustig. Ich glaube, 2 waren ja dafür, dass sie es hören wollen. Ja, das war so eine Szene, die ich vorhin meinte, genau. die Adama einfach nicht gewohnt ist, dass er jetzt nicht sagen kann, okay, das wird mir jetzt alles zu blöd. Ja. Ihr landet alle in der Brick. Ich beende das hier. Ja, das hat er ja gesagt, oder? Ich beende das jetzt hier. Und dann, nö, mach weiter. Fand ich gut. Ja. Fand ich schön. Gut, was kommt denn sonst noch? Ich glaube, so viel kommt auch nicht mehr in der Folge. Ich glaube eigentlich nur noch das Interview mit der Präsidentin. Pressekonferenz, genau. Wenn du das meinst, genau. Ja. Und Adamas Frau verlässt ihn erstmal. Was? Ja, Duala, die aus. So, der Adama. Ja, das ist auch verwirrt, ist wenn du Apollo frei. Adama nennst. Ja, also okay, Apollo, ja. Aber vor allem mit der Begründung, dass er ja den Typen verteidigt und dass er quasi die Möglichkeiten, die das Rechtssystem bietet, ausnutzt, um seinen Mandanten zu verteidigen. Damit kommt sie nicht zurecht. Also sie hat ihr Urteil auch schon gefällt. Ja. Wer ist denn da? Das ist ja, also wirklich, da ist doch jemand. Jemand mit Doppel-S, bitte. Mit Doppel-S. Wer ist da? Da ist doch jemand. Hallo? Entschuldigung. Also wer mampft da? Der Phil. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Den ganzen Tag so ruhig. Aber du lässt sonst nie dein Mikrofon an, wenn du isst oder irgendwas trinkst. Aber jetzt auf einmal schon. Es fällt mir einfach schwer, mich zu konzentrieren. Komm, hau raus. Was hast du gerade gemümmelt? Salami-Sticks. Oh, Salami-Sticks. Könnte ich jetzt auch nehmen. Gut, Pressekonferenz. Phil, ja, ist Salami-Stick süchtig. Nein, okay. Du sollst keine Pressekonferenz halten. Wir wollen über die von der Präsidentin sprechen. Die Präsidentin ja, ist aber ungefähr ähnlich. Ja? Sie wird natürlich die ganze Zeit ausgefragt jetzt über ihre Krankheit. Das ist jetzt quasi erstmal Thema Nummer 1. Genau, und sie macht das aber tatsächlich gut, wie sie da so drauf eingeht. Vor allem auf diese Frage, wie lange haben Sie noch zu leben? Da fand ich die Antwort gut, wie lange haben Sie noch zu leben? Ja, ja. Ich fand ich super. Und sie macht das natürlich aber auch deswegen so gut, um dann nochmal gegenüberstellen zu können, wie schlecht gerade ihre Assistentin ist, was sie ihr dann auch sagt. Ja. Weil sie ja total das schlecht handelt. Ja, sie haben ja auch weil sie genauso bisschen, durch den Wind die Haare verwuschelt, damit sie müde genau. aussieht. Sie wird sich jemanden suchen, der mindestens einmal am Tag einen Kamm durch die Haare ziehen kann. Genau. Während Balta, wie ich gerade ins Slack gepostet habe, sogar in der Gerichtsverhandlung die Haare gemacht bekommt. Ja, so die Haare schön, ja. Genau, so sieht es zumindest aus von hinten. Da der Friseur hinter ihm. Diese Leute, die Musik hören, die scheinen die scheinbar auch nachts zu hören und können nicht schlafen. Also die sind ja alle total irgendwie blem. Am Anfang denkt man. Der ist übrigens der Kameramann von Xena. Was? Unsere Lucy Lawless Zylonin war ja Reporterin und die hatte ja immer ihren Kameramann. Ach so. Und das ist tatsächlich der gleiche. Ah, okay. Der hält gerade nur eine Kamera auf Balthas Haare in deinem Bild. Ach, das ist gar keine Schere. Nein, das ist eine Kamera. Ah, okay. Und das ist tatsächlich der gleiche Schauspieler. Ja, das ist vielleicht sogar der gleiche, oder? Ja, yeah, es ist der gleiche Charakter. Der gleiche Charakter, genau. Also, er wird, glaube ich, nicht genannt, aber ich denke mal, es ist der gleiche. Es wäre sinnig, wenn sie den gleichen genommen hätten. Ja. Wenn sie schon den gleichen Schauspieler nehmen. Genau.
Am Anfang denkt man ja, das ist nur Tai, der diesen Song hört, aber dann erkennt man ja relativ schnell, dass das auch andere sind. Und mir ist das erstmal gar nicht aufgefallen, dass das bestimmte Personen sind, sondern ich dachte erstmal, das sind einfach alle oder einige. Oder halt einfach nur irgendwelche, weil da auch so eben diese, weil da halt auch so unwichtige Leute dabei sind. Also eben die, genau. die Assistentin, das ist ja so einfach nur eine kleine Nebenfigur. Ja. Und Anders ist jetzt auch nicht so super Hauptcharakter. Und da sind ja auch beides Charaktere, die erst im Laufe der Serie dazugekommen sind. Mhm. Das sind ja keine Charaktere, die wir von Anfang an kennen. Es wird ja schön darauf hingewiesen, wenn zum Beispiel Anders am Anfang gesagt, ja, hier nochmal zurück, du hast es. Und dann die andere Pilotin, die vorher Deckcrew war, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Seelix, genau, sagt, hä, welche Musik denn? Aber ja. Man weiß es halt als Zuschauer nicht genau, hat sie es jetzt einfach nur überhört oder nicht, weil diese Musik wirklich nur an der Grenze des Hörbaren ist und auch hin aus dem Rauschen des Radios nur so ein bisschen rauskommt. Ja. Oder aus dem Schiff. Oder aus dem Schiff. Out of a fracking ship. Was ich noch schön fand, war genau Seelix, weil die nämlich, nachdem sie ja jetzt zur Pilotin gemacht wurde, jetzt immer mal wieder in solchen Piloten-Konstellationen zu sehen ist, einfach. Mhm, also, dass sie das jetzt Hals über Kopf in den Sanders verliebt hat. Ja, gut, das war jetzt nicht unbedingt eine Pilotensituation, das war dann mehr Kontaktsport, aber sie kommt ja immer wieder mal in den zwei Folgen vor. Das fand ich einfach sehr schön. Ja, so ein bisschen zeigen, ja, wir haben das nicht nur in der einen Folge als Trope gebraucht, sondern wir führen das quasi weiter. Das ist wirklich passiert. Schon mal passiert. Und es wird wieder passieren. Es war gut. Gibt es noch gut. Was zu ergänzen? Etwas Wichtiges? Nö. A storm is coming. Genau, da gibt es noch so ein Gespräch Hilo. Zwischen Hilo, der den 1-0-XO vertritt, und Gator auf dem MCIC, dass Hilo sagt, kennen Sie dieses Gefühl, das hatten wir früher oft auf Caprica, dass man gemerkt hat, wenn das Wetter umschlägt. Und dann irgendwie so Metapher, das Wetter schlägt um. Und dann... Und er dachte, wir sind in einem Raumschiff, hier gibt es kein Wetter. Bist du dumm oder was? Und sie haben auch gar nicht mehr so viele Sprünge, das erfährt man ja auch irgendwann noch. Es sind nur noch 3, glaube ich. Ja, genau. In diesem ionischen Nebel landen, den wir noch gar nicht so genannt haben. Und dieses Thyliumschiff haben sie ja auch quasi jetzt fast fertig umgebaut, damit sie es quasi als Decoy irgendwo anders hinschicken können. Genau. Ich hatte es so verstanden, dass sie einfach das Leck flicken, die Strahlungsleck. Ich hatte es gar nicht mitbekommen, dass sie es als ein Decoy irgendwo anders hinschicken wollen. Ist das nicht hab sicherer? Nicht. Woher weißt du denn, dass es nicht doch auch vielleicht auf eine andere Art und Weise? Keine Ahnung. Also wenn sie es wissen, dann können sie es ja danach scannen. Aber, ja, Jan, du hast mir ja, ich habe vielleicht einfach falsch verstanden. Genau. Du packst einfach Zarek drauf und schickst es weg. Alles gut. Wer hat hier nicht aufgepasst? Tim Nadelstreifen. Du, weil ich habe das mitbekommen, dass sie es explizit, er hat den Vorschlag explizit aufgenommen von Apollo später und hat gesagt, schick das Schiff da, bla 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 hin. Ich habe eine gute Idee gehabt. Ach ja, was hat denn er währenddessen getragen? Ein Nadelstreifenanzug. Welche Farbe hatte der? Und eine weiße Nelke an Revers. Um gegen das Establishment zu protestieren. V wie Vendetta. A wie Adama. A wie Adama. Oh Gott. Kannst mich mal am Adama lecken. Gut. Kommen wir zur Bewertung. Nein. Doch. Okay. Und du fängst an, Ben. Ja. Ach so. Der Hallherr. Puh. Ja, da wir ja alle wissen, und genauso wie der geneigte Zuhörer, den wir haben, dass das Ganze eine Doppelfolge ist und es zu erwarten war, dass sie mittendrin aufhört, ohne irgendwelche Storyfäden zu Ende zu spinnen, fand ich die Folge gut. Ich finde die Richtung gut, in die sich gerade das Trial, die Verhandlung bewegt, weil ich auch einen ähnlichen Standpunkt vertrete, tatsächlich wie Adama und Lemkin, was Balta angeht.
Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, in welche Richtung sich das entwickelt und wie vor allen Dingen, egal wie es ausgeht, die Leute darauf reagieren. Weil ich glaube, das ist tatsächlich viel wichtiger als das, was tatsächlich am Ende mit Balta passiert. Es ist viel wichtiger, wie das Volk auf die Entscheidung reagiert. Ja, die Sache mit dem Thyliumschiff und dass die Zylonen sie verfolgen, ich meine, das kennen wir ja schon aus anderen Folgen, ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwas in der Flotte getrackt werden kann, damit die Zylonen ihnen folgen können. Hat mich jetzt nicht so geflasht. Passiert. Sie haben mal wieder eine Möglichkeit gefunden, das zu umgehen. Ja, sei es drum. Hoffen wir einfach mal, dass sie vielleicht doch am Ende ihr Ziel erreichen. Ich würde sagen 7. Ich mach mal weiter. Ich fand die Folge nämlich nicht so gut wie du. Du hast gesagt, du fandst die Folge gut, ich fand die Folge nicht gut. Also ich war enttäuscht, weil ich mich schon sehr gefreut habe auf die Folge, weil die letzte so gut war. Und ich wollte, habe schon, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, wo es da um Lampkin ging und so, dass ich jetzt gerne direkt weitergucken wollte. Vor allem, weil ich auch schon gelesen habe, dass das Staffelfinale so eine gute Bewertung hat. Ich fand das aber sehr, es hat sich alles sehr lang gezogen und ich, vielleicht auch, weil ich das mit dieser Musik schon kannte, fand ich das jetzt in dieser ersten Folge nicht sehr, ich fand das nicht sehr irgendwie mysteriös umgesetzt. Also das hat mir nicht so viel gegeben. Also das war nicht so ein Gänsehautmoment oder so, was ich vielleicht erwartet hätte. Ich fand aber die beiden Szenen im Gericht tatsächlich gut, bis auf, ich habe ja schon gesagt, mich hat genervt, dass Apollo das beim zweiten Mal macht. Deswegen würde ich nur 6 Punkte geben. Und hoffe aber, dass die zweite Folge da besser wird. Und erwarte, dass die zweite Folge da besser wird. Hättest du doch mal die zweite als erste. Ja, denn dann fragen wir doch mal jemanden, der das so gemacht hat. Jan, wie hast du das denn empfunden? Nein, ich hab's nicht so gemacht. Aber ich find's schön, dass ihr diesen blöden Witz noch aufgreift. Wir haben ja sonst nichts. Du weißt schon, dass du ihn ja gemacht hast. Lustiges. Ja, weil ich stehe nicht zu meinen schlechten Witzen. Ich bin zwischen euch beiden. Ich fand die Gerichtsverhandlung 6,5. Ich fand die Gerichtsverhandlung eigentlich ziemlich gut, hat mir gefallen, auch wie die inszeniert wurde. Die Spannung, die sich aus diesem Gericht in die Beziehung zwischen Vater und Sohn übertragen haben, fand ich cool. Dieses Musik-Radio-Ding, dass das jetzt auf einmal plötzlich auftritt, finde ich ein bisschen so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das elegant finde, also, nee, finde ich eigentlich nicht. Oder ob das jetzt eben mit der Nähe zum Nebel korreliert, was auch immer. Ein bisschen verwirrend für Leute, die es noch nicht kennen. Ich erinnere mich da noch dran, weil ich glaube wirklich Staffelende, dritte Staffel ist das, wo ich aufgehört habe zu gucken. Ich gebe dem auch 7 Punkte. Woohoo. Weil die Gerichtshandlung doch, die fand ich cool. Gut, dann Phil. Mir hat der Teil mit der Musik tatsächlich besser gefallen, dadurch, dass ich schon weiß, was passiert. Also da ging es mir genau andersrum als dir, Tim. Und ich finde, die Folge baut insgesamt einfach schön auf das Staffelfinale hin. Also die Geschichte um die 4 Leute mit der Musik und ich finde, die haben auch eine gute Stelle an der Gerichtsverhandlung gefunden, um ins Finale zu gehen. Die Gerichtsverhandlung selber hat mir Spaß gemacht zuzugucken, aber da bin ich auch ein bisschen einfach. Also ich sehe gerne Gerichtsverhandlungen in Serien. Ich habe da eigentlich nichts zu meckern. Ich finde das einen sehr soliden Aufbau für das Finale und gebe auch 7 Punkte. Dann der letzte Mann, Mario. Ja, ist es eigentlich genauso wie der Ben. Ja, ich schließe mich mal an und sonst hat sie ja nicht eh schon alles gesagt.
Und viel hat es auch jetzt gesagt, es ist ein guter Auftakt eigentlich zum Staffelfinale. Und das Blöde ist natürlich immer, wenn immer das Staffelfinale so aufgeteilt ist, dann tue ich mir auch immer ein bisschen schwer zu bewerten. Aber trotzdem gebe ich 7 Punkte her. Okay. Nur ich bin enttäuscht wegen meiner großen Vorfreude. Ich werde das demnächst lassen. Ja. Dann die letzten Worte, Ben. A storm is coming. Was? Jetzt schon? Ich muss mich doch noch was überlegen. Dann sage ich, es ist im Schiff. Und gebe weiter an, Phil. Ich lasse den Jan vor. Das geht noch. Danke, Phil. Wieso geht das denn nicht? Weiß nicht. Vielleicht sag, ich vor. Sag einfach schnell was, Jan. Sag einfach was, ja. Nee, ich muss ja noch überlegen, was. Deswegen schinde ich gerade. Schnell! Ding Dong, die Existenz. Phil. Alkohol und andere Drogen. Okay. Und zuletzt Mario. Die Chewbacca-Verteidigung. Okay. Was die Chewbacca-Verteidigung ist, wie es mit Gaius Baltar weitergeht, ob die Stimmen nochmal wiederkommen und wie das alles so weitergeht, das erfahren wir bald in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Foreshadowing zur nächsten Podcast-Folge. Das ist ja mal krass. Bob, bob. Ding dong, die Hexe ist tot. Wenn ich das nochmal einspielen könnte. Oh Mann. Guten Abend, Sam. Mr. Plevin. Jane. Immer schön, nette Menschen zu sehen. Jane. Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal. Nur noch einmal. Ding dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Spiel das andere bitte. Du weißt schon. Du kannst die alten Runden nicht heilen. Tja. Spiel das andere bitte, du weißt schon. Ja, ja. Die nackte Kanone. Hört die Musik auch? Sie ist im Schiff. It's in the fracking ship. Ding dong, die Hexe ist tot jetzt. Genau an das Lied dachte ich nämlich auch. So können wir auch gleich starten. So, Tim, hörst du die Musik? Oh, das wäre so gut, wenn sie das einfach mal kurz einarbeiten in jede Folge, wo All Along the Watchtower gespielt wird. Ding dong, die Hexe ist tot. Dafür ist es jetzt zu spät, mein Sohn. Mach oh das Mann, schnell. Mach nein, das schnell. Deine Chance. In der Nachbearbeitung. Nein. Ja. Oh. Doch, wenn du die Nachbearbeitung so reinkriegst, dass die Leute es nicht merken, das wäre lustig. Wieso sollte ich das nicht so reinkriegen, ohne dass die Leute es merken? Ding, die Hexe ist tot. Ja, die Katz, das sind die Sachen. Die Katz. Schwierigen. Ja, wir müssen uns ja irgendwie darauf, du sagst, jetzt kommt die Musik. Und dann ha. Gut gemacht, Tim, voll lustig. Mein Setup lässt es leider nicht zu, YouTube einzuspielen. Sonst aber wenn du das als MP3 speicherst und dann kannst du das Video konverten im Internet als MP3 abspeichern und dann einspielen. Das habe ich kein Problem mit. Das geht ganz einfach mit dem YouTube-Downloader und FFM. Ja, genau. Ja, genau. Aber wenn nicht du live den Kopfhörer halt auf dein Mikrofon setzt. Und wenn du es einfach einsingst? Wenn ich weiß nicht, was mache? Es einsingen. Einsingen. Ding dong, die Hexe ist tot, die Hexe. Ja, so in der Art. Wunderbar. Setzt du dich wieder an ein Klavier? Ist eigentlich auf Englisch auch Ding Dong, the Witch is Dead? Ja, ja, okay. Tatsächlich. Es ist 1:1 übersetzt. Okay, passt ja auch von den Silben her. Dum, 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 dum. Wo ist denn YouTube? Da kann ich das ja machen. Oh nein, er macht es wirklich. Jan, was haben wir getan? Wir haben Produktion in diese Podcast-Serie auf ein neues Level gehoben. Aber dann muss ich erstmal das Video finden. Ding, Ding Dong, dong. Die Hexe ist tot. 10-Stunden-Version. Ja, das wird der längste Podcast aller Zeiten. Ich glaube, wir haben Phil verloren oder sagt er nur nichts mehr? Der sagt nur nichts. Ach so. Ich kann das nicht glauben, was gerade passiert. Hi Phil. Hallo. Eine so ernste Folge und dann machen wir so einen Scheiß. Bist du erschöpft? Ja. Ist es zu warm? Ja. Wie gefällt dir denn der Sommer, Jan? Ich konnte gestern nicht mit dem Zug nach Zürich fahren, deswegen musste ich es heute machen. Mhm. Ich dachte, du bist in Zürich.
Ach so, du ja, warst jetzt nicht bin ich in Zürich. Genau. Ich der wollte Mario kann dann früh fahren. Werden. Und dann kam immer alles Gewitter. Ein Gewitter? In Neuss? In Neuss? Da war es. Es ist da kein Gewitter. Okay, auch das spielen wir gleich ein. Ja, du hast den YouTube-Downloader doch gerade offen. Ja, ist welche. Hallo. 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 Es ist jetzt wieder alles zu, weil ich Mario eingeladen habe. Ah, deswegen musst du nicht alles zumachen. Doch. Die Route ist wieder geöffnet. Seit ich alles auf einem Computer aufnehme, ist das viel zu unübersichtlich. Ich muss wieder mehrere Computer an den Start bringen. Du brauchst mal wieder mehr, genau. Ja. LS Grab Hex. Ah, ich hab's. LS Hack Bundestag. FFmpeg minus i. Ding dong, die Hex ist tot. Hex MP3. Ha, geht. Ja, weiß ich. Ich liebe FFmpeg. Du Hacker. Mit Ö. Hacker. Gehst du auf das Chaos Computer Camp oder wie es heißt? Da war ich noch nie. Das ist doch dieses Jahr wieder. Ja. Ah, ich bin aber niemand, so viel Sonne. Ich bin niemand, ja doch, Sonne schon, aber ich bin eher nee, so. Scheiße, weißt du? Ich bin eher so luxusverwöhnt bei sowas. Ich habe, glaube ich, keinen Bock, eine ganze Woche in so einem Zelt zu wohnen. Dafür bin ich auch zu alt. Ich würde das schon machen, aber. Schön, er hat luxusverwöhnt gesagt und du enttarnst es einfach. Ich will nicht mehr auf dem Boden schlafen. Ach, ich hätte, da gar, hätte da schon kein Problem mit, auf dem Boden zu schlafen, sondern eher so, ich will jeden Morgen duschen, das ist so mein Ding. Ja, ich will ein normales Klo, ich will ein richtiges Bett. Ich will das alles nicht mehr. Das war vor 15 Jahren okay. Komm, lass uns aufs Camp gehen. Nee, ich habe keine Zeit. So ein Zufall. Die ganze Zeit nur rummuchen auf dem Camp. Ich finde die Hexen. Los. Alles so dreckig. Und heiß, es ist bestimmt heiß. Ist, ja, aber wir haben bestimmt ultimativ gutes Internet. Ultima Online haben die auch, ja. Geil, Ultima Online unter freiem Himmel spielen. Ich habe noch nie Ultima gespielt. Ein Traum. Ich habe tatsächlich noch nie Ultima gespielt. Gar keinen Teil? Gar keinen Teil. Überhaupt ganz gar keinen. Gar keinen Teil. Gar nie keinen. Ich habe einen gespielt. Da konnte man mit irgendeiner Hure ins Bett. Da war ich so gerade 11 oder 12. War dein Lieblingsspiel? Mit einer Hure ins Bett zu gehen? Ich weiß ja nicht. Nein, so viel Taschengeld habe ich nie bekommen. Was denn? Mario sagt ja gar nichts. Wieso warst du schon so früh zu Hause? Ja, wieso früh? Der war doch der Letzte. Aber der war der Erste im Chat. Im Chat. In the chat. Aber er sagt ja nicht. Doch, ich höre ihn summen. Was ist das für ein Lied? Ding. Ja. Achso. Ihr habt es nach mir gerufen. Ja. Das ist in the fucking Pipi. Ja, ich habe das Gefühl, gerufen? Mit den Vieren stimmt irgendwas nicht. Wir haben gerufen. Ich habe gesagt, warum warst du schon so früh zu Hause und du sagst ja gar nichts. Ich? Nee, Mario. Du? Ich bin so verwirrt. Ich war schon 5 zu Hause. Habe ich mir die Folge noch anschauen müssen. Gut, dass du der Letzte warst, der jetzt hier online kommt. Ja, ich habe die Folge noch anschauen müssen. Wieso bist du überhaupt da? Das passt überhaupt nicht zum Plan. Du hättest nächste Woche erst da sein müssen. Ja, Jan, das ist jetzt nicht dein Rhythmus, Jan. Bitte geh wieder in die Schweiz zurück. Wieso denn, Jan? Ich glaube, er meint dich, mein Freund. Ich glaube, ich meine dich, mein Freund. Warum das? Warum? Was? Verstehe ich nicht. Ich war doch letztes Mal nicht da. Ja, aber das war ja vor 3 Wochen, oder? Weil ich letzte Woche nicht konnte. Die letzte Folge habe ich ja nicht mitgemacht. Habt ihr nur eine aufgenommen, oder? Mhm. Ja, ich glaube. Aber das war doch im 2-Wochen-Rhythmus. Genau. Nein. Doch. Ich habe nur eine Folge jetzt eigentlich verpasst. Ja, schon, aber trotzdem war es 2 Wochen. Aber das hat dann nichts mit dem Termin zu tun. Ja, ich habe heute unterrichtet, deswegen. Unterrichtet? Ja. Wie wird man Kurzkanzler? Kurzzeitkanzler. Kurzzeitkanzler.
Ach, ich kann nicht arbeiten, während ich rede. Der arme Mario doch mal wählen. Unglaublich, wirklich. Da will man ja jedes Mal der Strache wir dürfen ja vielleicht du nicht fällst. Also der Strache, okay. Pentagramm drauf mal. Das Pentagon? Na. Das Pentagon drauf. Dann dachte ich, vielleicht wärst du hier. Was zur Hölle? Guten Abend, Sam. Oh. Mr. Plebe. Jane. Immer schön, nette Menschen zu sehen. Sam? Das ist viel zu viel. Das würde ich rausschneiden. Ja, ich habe vergessen, es zu schneiden. Noch einmal. Aber gern. Toll. Aber gern. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Das reicht. Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon. Du kannst den alten Mund nicht heilen lassen. Wie ist das bei deinem Leben? Wie einfach man alten Männern eine Freude machen kann. Mit dem alten Soundboard konnte ich das live schneiden, mit dem neuen Scheiß-Soundboard geht gar nichts. Das ist so ja, Scheiß. Weil du immer so eine Kacke kaufst. Ja, das ist halt hier integriert, weißt du, integriert. Ja. Du bist integriert. Integriert. Integruzo. Das ist aber scheiße. Ja, so geht das nicht. Ficken, ey. Fucking, nee, fracking. Guten Abend, Chan. Das kann man nicht so hinstellen, dass der jetzt ab einer bestimmten Position, das ist doch der letzte Scheiß. Ah, kann ich nicht einspielen. Geht nicht. Ja, dann können wir heute nicht aufnehmen. Pause machen? Klar, ne? Nee, gibt keine Pause. Dann dachte ich, vielleicht wow, das ist echt worüber arm. Spielst du das denn? Ja. Doch, es gibt Pause. Guten Abend, Sam. Über das interne Soundboard. Mr. Plebe. Jane. Immer schön, nette Jane. Menschen. Die Frage ist, ob die Pause erhalten bleibt, wenn ich was anderes abspiele, zum Beispiel. Das testen wir jetzt mal. Ah. Kara Trace liebt okay. Das habe ich leider nicht mehr. Das musste ich löschen. Sam? Das muss ein sehr guter Tag gewesen sein. Ja, das funktioniert doch. Ja, finde ich gut, Tim. Sehr gut. Aber jetzt, gerne. Stopp, halt, halt. Ist schon zu spät, oder? Nee, so ist doch gut. Ja, macht ihr vorher noch. Stimmt. Genau da. Und stopp. Ja, jetzt ist zu spät. Also 17 Sekunden. Dann kann ich das ja nur einmal einspielen. Ja, ich glaube, danach ist der Gag auch kaputt. Okay. Das wird sowieso nicht klappen. Spiel uns. Nur noch einmal. Aber gern. Aber gern. Ha! Aber jetzt kommt erst noch das. Das macht doch nichts. Das kann doch dazu, oder? Soll ich das nicht mit? Nee, das ist okay. Genau. Ha! 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 So. Wenigstens eine Sache, die heute funktioniert. Wusstet ihr, dass Nine Inch Nails die Musik für Quake gemacht hat? Nein. Und dass deswegen auf den Munitionskisten von Quake, auf jeder Munitionskiste, das Nine Inch Nails Logo drauf ist. N-I-N. Das wusste ich auch nicht, aber das habe ich im Podcast gehört. Cool. Das fand ich faszinierend. Faszinierend. Gibt's Quake überhaupt noch? Wie gibt es das überhaupt? Kam da nicht zuletzt ein neuer Teil raus? Ja, kommen da noch. Ja, das war die eigentliche Frage. Ich meine, es kam vor einiger Zeit erst ein neuer Multiplayer-Teil raus. Ach so, das weiß ich nicht. Ich meine, das Ur-Quake. Quake? Das Ur-Quake. Ding Dong, jetzt ist tot. Okay, das. Ja. Bild kopieren. Was? Bild in Slack einfügen. Was? Das gehört schon zur Sendung. Zack. Da, guck. Ganz schön anstrengend. Mhm. Das ist mir nie aufgefallen. Nimmst du eigentlich schon auf, Tim? Nein. Nein, ich meine nur, weil wir jetzt hier den Gag verraten haben, dann ist es ja blöd, wenn wir ihn hinterher einspielen. Wir spielen ja hinterher ein. Ich mache das ja immer ans Ende. Ach so, okay. Aber heute nicht. Dieses Mal nicht. Hä, wieso? Einfach als Gag. Das heißt, ich soll ihn diesmal verraten. Ja. Gut. Das mache ich so. Wow, das war einfach. Ich trinke Wasser. Nicht Bier, wie man merkt. Ich Tee. Ich Schokolade. Ich Wasser. Ich habe mich heute schon
heute Abend mit Wein und Käse vollgefressen, wie ein dreckiger Franzose. Ich mit einer Gurke und einer Tomate, wie ein dreckiger Veganer. Und jetzt trinke ich Wasser, um die Kalorien zu verdünnen. Nein. Hm. Erzählt was, sonst erzähle ich was. Erzähl doch was. Hammerdrogen. Ich habe einen neuen Film gesehen. Hör auf. Du siehst ganz schön viele alte Filme zurzeit. Ich sehe doch immer nur alte Filme, weil es gibt ja keine guten neuen. Das stimmt gar nicht. Ja. Das stimmt auch nicht. Das schaut sich auf Englisch, weil Englisch ist modern. Nee, tatsächlich musste ich den auf Deutsch gucken, weil der auf Amazon kam und den gab es nicht auf Englisch. Ach so, Englisch ist modern. Das check ich ja bis heute noch nicht. Was? Dieses Trennen von Amazon-Filmen in Deutsch und Englisch. Warum geht ein Letterbox nicht? Also bei mir geht das. Was heißt hier? Angel Heart. Ja, Angel Heart. Das kann ich empfehlen, das ist gut. Da habe ich bis dahin noch nie was von gehört. Ja, sagt mir auch nichts. Ist vom gleichen, der auch Mississippi Burning gemacht hat. Aha. Und auch das gibt's auf Amazon gerade. Es gibt gerade Good Omens auf Amazon. Was ist das? Das ist eine Verfilmung von einem Terry Pratchett Neil Gaiman Roman. Ein Terry Pratchett Roman? Ach so, Terry Pratchett. Ich habe jetzt gerade an Terry Gilliam gedacht. Terry wer? Gilliam! What? Gilliam. Ein Terry Pratchett-Roman. Neil? Ja, zum Teil. Oh. Terry Pratchett und Neil Gaiman zusammen. Und wie heißt der? Good Omens. Da habe ich noch nichts von gehört. Das ist eine Serie oder ein Film? Das ist eine Serie. Und wo kommt die? Im Internet. Danke für das Gespräch. Mit Michael Sheen und David Tennant. Ja, genau. Und okay. John Hamm. Im Internet. Ich glaube, ich hole mir noch was zu trinken. Ja, Gute Idee. Das mal. Ich glaube, wir brauchen hier noch ein bisschen. Ich glaube auch. Ihr müsst euch noch ein bisschen anheizen. Mario, mach mal ein bisschen Anheizer hier. Das erste Mal, dass er das Timing getroffen hat. Das war es dann auch. Ach, es ist alles so anstrengend. Es ist viel zu warm, um zu denken. Tut mir leid. Ich werde heute noch weniger enthusiastisch sein als sonst. Und das mag schon viel heißen. Aber warum? Weil alles so anstrengend ist. Ich bin nicht für Temperaturen über 20 Grad gemacht. Ich bin nicht für Temperaturen in generell. Ja, ich merke schon. Ich bin heute aber auch nicht so funktionierend. Ich glaube, Tim ist der einzige Mensch, der den Sommer mag. Der einzige Vorteil ist, dass die Wäsche schnell trocknet. Alles andere ist scheiße. Und dass es sonnig und warm ist. Ja, nein, da. Das ist ja bei alles andere dabei. Nein. Doch. Du bist sonnig und warm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Wäsche ist. Ich bin halt aus dem Büro gekommen und bin mit dem Fahrrad eine Runde extra gefahren. Gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Und du hast dir dadurch das Leben gerettet. Stell mal vor, wärst nicht eine Runde extra gefahren. Irgendwas wäre da sicherlich passiert. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Reden Sie ruhig weiter. Nö. Was hast du denn unterrichtet, Mario? Man war hier mal so ein bisschen Smalltalk. Ja, also wie wird man in 486 Tagen Kanzler? Dafür hast du das dem anderen auch beigebracht? Ja, das bringt man uns in Österreich hier bei.
Und dann brauchst du nur 320 Tage. Wie wird man in 486 Tagen Kanzler in Deutschland? Wie wird man bei euch? Könnten wir das auch gebrauchen? Oder wie lange bleibt bei euch ein SPD-Chef? Und zwar in Deutschland ab der gewonnenen Wahl. SPD-Chefs, das ist mittlerweile so eine Maßeinheit wie Fußballfelder und Saarlande. Das ist fast so lächerlich wie unsere Regierung. Ja, sechs SPD-Chefs entsprechen einem CDU-Chef. Das verstehe ich nicht. Was? Den Vergleich. Zwischen SPD und CDU-Chefs? Ja. Da muss mal schauen, die einen treten ständig zurück und die anderen nicht. Aber die Nahles ist doch schon ewig Chef, oder nicht? Nein. Nein, das sind die Maßstäbe vielleicht. Ach, Tim. Vorher war es doch bestimmt Franz Müntefering. Ja. Das auch. Ist doch nicht mal zwei Willy Jahre Brandt. Chef. Davor war es Willy Brandt. Wow. Müntefering, Willy Brandt, Claudia Nahles. Claudia. Warum lache ich eigentlich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ihr habt gerade nichts zu lachen. Das Einzige, worüber ihr lachen könnt, ist, dass eure Interimskanzlerin Bierlein heißt. Ja, da gab es jetzt einen Wirt in Österreich, der hat hingeschrieben, komm doch kurz auf ein Bierlein rein. Verstehst du? Der kurz Verstehst auf da? Der Bierlein rein. Ach, Jan, du kannst jetzt nicht einfach meinen Witz da umdrehen. Also wirklich, kannst du bitte jetzt rausgehen? Geht das irgendwie? Wieso? Meiner war lustiger. Nein. Nee, wow. Eigentlich ist nichts gerade an der Situation lustig. Natürlich ist alles lustig. Es ist sehr lustig. Politik ist lustig. Warum sind wir nicht in der Politik? Oh, weil Politik viel zu anstrengend ist. Ja, aber machen wir wahrscheinlich erfolgreicher. Du musst dich die ganze Zeit mit Idioten reden. Unterhalten. Und musst über dumme Dinge diskutieren, über die es schon lange nicht mehr diskutiert werden. Warum podcastest werden du dann mit uns? Das klingt wie normaler Arbeit. Aber ja, und das fordert schon meine ganze Kraft. Und das sind Phil, Phil ist aber auch da immer der Meinung, dass er recht hat. Ja, natürlich. Also man, über Dinge, die er behauptet, sagen, da darf man gar nicht drüber diskutieren, weil die sind ja schon gesetzt. In den meisten Fällen Hätte er wahrscheinlich wirklich. Sonst wär ich ja nicht der Meinung, wenn die nicht richtig wären. Ach so. Das ist doch logisch. Natürlich. Was ist das? Irgendwas quietscht. It's in the ship. Hört ihr dieses Quietschen? Irgendwie, ja, hier im Haus werden irgendwelche Dinge gemacht. Babys. Das ist gruselig. Das ist bestimmt ein Ventilator, der muss mal geölt werden. Nein. Nicht? Nö. Der Ventilator funktioniert wunderbar. Oh. Ich glaube, das waren die Jalousien von denen, die unter mir wohnen. Oder dann müssen die geölt werden. Ist gut. Ich werde Ihnen sagen, mein Freund aus Wien hat gesagt, ölt mal eure Jalousien. Bitte macht das. Kommt sicher gut an. So, ja, ich glaube. Wir fangen an, würde ich sagen, ich glaube auch, die Stimmung wird nicht besser. Ich glaube, wir fangen. Nee, ist alles doof. Aber wenigstens lacht er. Ich bin traurig, das Staffelfinale. Das gefällt mir nicht. Kommt doch noch eine Staffel. Von Game of Thrones? Ja. Was? Dann hätte er eine Staffel? Serienfinale gesagt. Mhm, genau. Ja, ich brauche einen Drink. Ich schlage Ihnen folgendes